euch herzlich zum heutigen Video. Das Pre-Release von Pokémon-Sammelkartenspiel Astralglanz ist gestartet und ich habe jetzt endlich hier die Build & Battle Box. Offizieller Release von Astralglanz ist am 27. Mai und so 2 Wochen vorher kriegen dann viele LGSer dann diese Build & Battle Boxen, quasi das Pre-Release-Kit-Äquivalent zu Magic. Und ich bin sehr gespannt. Das vorherige Set Brilliant Stars, strahlende Sterne, fand ich großartig. Während ich quatsche, mache ich ja schon mal das Ding auf. Unglaublich gutes Set, super gute Pullrate. Und halt auch unglaublich schöne Artworks. Und ich hoffe, dass ich demnächst auch mal spielen an so einem Pre-Release teilnehmen kann. Das fehlt mir nämlich tatsächlich noch so ein bisschen. Und, achso, kurz damit ihr seht, was drin ist. Ein spielbereites Deck mit 40 Karten, darunter ein von 4 einzigartigen holographischen Promokarten, also schon wie bei Brilliant Stars. 4 Boosterpackungen der Pokémon-Sammelkartenspielerweiterung Schwert und Schild, Astralglanz und eine Codekarte fürs Pokémon-Sammelkartenspiel live. Und süße kleine Box. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier nicht gerade die Promo, die Codekarte, okay, hier unten ist die. Und als Promokarte habe ich Magneson. Ich weiß leider nicht, was die anderen Promokarten sind. Hatte aber eh schon überlegt, ob ich mir noch ein zweites Build & Battle Kit besorge. Vielleicht habe ich ja Glück, da ist noch was anderes drin. Und dann gucke ich mal kurz hier so ein bisschen durch. Klar, Energiekarten. Und es scheint ein Stahl-Unlicht-Deck zu sein. Regisil, Magnetilo, Magneton, Magneson. Wie wird uns ausgesprochen? Magneson? Magnetzone? Gute Frage. Absol, Otaru, Zotronin, Hisui Atmurai. Oh, das ist sehr, sehr cool. Das ist dann halt die Hisui-Weiterentwicklung von Otaru und Zotronin. Bekannt aus Pokémon Legends Arceus oder Arceus oder Arceus. Wie sprecht ihr das aus? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich habe irgendwie das Gefühl, egal wie ich es ausspreche, ich spreche es falsch aus. So, dann haben wir hier noch so ein schönes Begleitheft. Genau, hier wird halt erklärt, wie man ein Deck zusammenstellen kann. Und mit den Karten aus diesen Boostern kann ich das Deck sozusagen dann halt erweitern und umbauen. Und hier ist dann jetzt auch eine Übersicht über alle Karten, die in diesem Set enthalten sind. Und es sind halt wieder diese Trainer Gallery Karten enthalten. Es sind V-Max Karten enthalten und es sind V-Star Karten enthalten. Und ich würde sagen, ich teste doch direkt mal mein Glück und öffne die 4 Booster. Und hier seht ihr schon, das sind die... Oh Gott, wie hießen das ich jetzt? Ich habe schon wieder vergessen. Und das sind dann halt diese 3 Hisui-Formen von Bouts von... Ah ne, das ist nicht die Hisui-Form. Das ist, sind die beiden legendären Pokémon. So. Und dann müsste es eigentlich noch das Otaru-Viech... Wie hieß das jetzt? Ist auch egal. So, welchen mache ich denn zuerst auf? Fange ich hiermit an. So, die Codekarte raus. 1, 2, 3, 4. So, dann habe ich hier so eine V-Star-Token-Karte. Finsterpflaster. Lege eine Basis-Energie-Karte aus deinem Ablagerstapel um ein Unlicht-Pokémon auf deiner Bank an. Igelover. Jubeldorf. Traunfugil. Hisui Sneebel. Trassler. Magnetilo. Hisui Fukano. Das sieht auch so cool aus. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es immer noch nicht geschafft, Pokémon Legends Arceus zu spielen. Regis in River Solo und Regilecki in Rare.
Was noch? Kein Kracher bisher. So, Energiekarte. Geduldturbo. Zirpeise. Tauschwagen. Vollriegel. Ach, süßes Artwork. Hippopotas. Aktip. Nilmenip. Kleptifuchs und Hippoteros in Reverse Solo und Magnayen im Rare Slot. Ah, bisher noch kein Hit. Aber zwei Booster haben wir ja noch. Und ich bin auch schon total auf die Go-Edition gespannt. Also diese Sonderkarten-Edition halt jetzt rund um Pokémon Go. Die kommt, ich habe es mir noch aufgeschrieben, am 1.7. Also haben wir es nicht lange bis zum nächsten Set. Kirlia, Felicia, Bronzong, Geronimats, Arctip, Hisui Fukano, Hisui Baldorfisch, Feurigel und Noctu in Reverse Solo und Keldeo in Rare Holo. Oder Holo Rare. Und der letzte Booster. Mal gucken, ob hier nochmal ordentlich. Ob es hier nochmal ordentlich zur Sache geht. Eine Unlichtenergie. Zwotronin. Geduldturbo. Zirpeise. Wadribi, Togepi, oh, die ist süß. Sichloa, Hisui Baldorfisch, Damhirplex, Belila in Reverse Solo und, ui, wow. Das ist nochmal ein Volltreffer. Hisui Admurai in V-Star. Das ist doch mal, wow. Dass ich jetzt erstmal eine V-Star-Karte aus dem Booster ziehe. Und der hat 270 Lebenspunkte. Für zwei Unlichtenergie, erbarmungslose Klinge, macht 110 plus Schaden. Wenn auf dem aktiven Pokémon deines Gegners mindestens ein Schadensmarke liegt, fügt diese Attacke 110 Schadenspunkte mehr zu. Uff, also das ist schon ziemlich stark. Und hat noch die V-Star Power Mondspaltener Stern. Du kannst während deines Zuges 4 Schadensmarken auf ein Pokémon deines Gegners legen. Du kannst pro Spiel nur ein V-Star Power einsetzen. Das ist ganz nett, weil ihr könnt dann halt quasi mit der V-Star Fähigkeit, ja, halt Schadensmarken auf das Pokémon des Gegners legen und dann mit erbarmungslose Klinge dann direkt adios. Sehr schönes Artwork. Und ich mag halt einfach das Design der V-Star-Karten. Und ich glaube, das Centering ist auch ganz okay. Ja, auf jeden Fall sehr schöne Karte. Wird gleich direkt eingetütet. Und ich werde wahrscheinlich auch im Laufe der nächsten Wochen ein Booster-Display öffnen. Wann weiß ich noch nicht genau. Wie gesagt, Release ist ja offiziell erst in einer Woche. Und bis dahin werde ich mir was überlegt haben. Und habe tatsächlich noch ein paar andere Booster, die ich noch im Laufe der Tage öffnen möchte. Unter anderem noch 3 Astralgans-Booster, Digimon New Awakening und 2x Flesh and Blood. Und ich habe es ja schon bei einem anderen Video gesagt, aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welches Format ihr euch für so Booster-Openings, für so einzelne Booster eher wünscht. Ob ich das jetzt so in so 15-Sekunden-Shorts mache oder ob ich halt wirklich dann auch was dazu sagen soll. Dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Schaut auf unseren Discord-Server, folgt mir auf Twitter und Instagram und schaut auch gerne beim nächsten Video mit rein. Bis dann!